Willkommen zurück hier im eisekalten Naumburg. Wir spielen wieder eine Runde City Skylines und unsere Stadt, sie wächst langsam. Wir haben das 7000er Ziel erreicht. Jetzt brauchen wir als nächstes, haltet euch fest, gerade mal nur 9000, also 2000 mehr. Und mit diesem Gebiet müssten wir das eigentlich schaffen. Das heißt, wir bauen jetzt die Stadt erstmal ein bisschen aus. Wir machen hier, machen wir gleich Straßenbahn rein? Ne, das mache ich später. Aber ich baue diese Straße jetzt komplett bis dahin erstmal aus. Das ist gering besiedeltes Gewerbe und das ist Bürogebiet und das ist dicht besiedeltes Gewerbe. Das heißt, ich werde euch jetzt hier upgraden. Kann ich das nicht machen? Muss ich da erst das wegmachen? War das so komisch? Eigentlich kann ich doch drüber malen. Müsste doch gehen. Hat sich Bürogebiet. Das wollte ich nicht. Nein, kein Büro. Ah, finde ich gut an die Folge. Missklicks ohne Ende. Da, so. Und hier soll sowas hin. Doch, das geht. Ne, geht das nicht. Doch, mit Rechtsklick. Ah, mit Rechtsklick. Ne, mit Rechtsklick mache ich es weg. Das kann ich einfach nicht übermalen. Okay, dann werden jetzt die Gebiete halt, ne? Neu gesetzt. Aber hier mache ich keinen Sinn. Kann ich das nicht einfach drüber setzen? Das ist doch eigentlich... Das geht nicht. Ich kann es nicht übermalen. Aber ich finde, so wächst halt eine Stadt. Ne? Die wächst jetzt nicht. Ich mache jetzt nicht hier einfach dicht gesiedelt hin. Weil die wächst ja von innen heraus, theoretisch. Also so war es ja immer. So ist meine Philosophie. Und dann kommen wir schon das erste große Gebäude in die Buchenholzresistenz. Ja, hier gibt es dann gleich schöne neue fette Wohngebiete. Dann klappt es auch wieder mit den Nachbarn. Könnte ich vielleicht doch schon gleich Straßen mit reinbauen, wenn hier gleich solche Hochhäuser kommen. Da wohnen 9 Haushalte noch drin. Ja, hier wohnen 10. Ne? Das ist kleiner, feiner. Also auch effektiver als das. 9 Haushalte. Hier und das ist schon, na okay. Ist halt ein Spiel, ne? Industrietechnisch, da bauen wir lieber hier oben was. Wir haben ja jetzt hier neue Möglichkeiten. Es ist gerade dunkel und verschneit, aber es ist herrlich mit dem Schnee. Bin ich echt Fan von. Schnittholz ist okay. Wie sieht's aus mit dem Verkauf? Wir haben ordentlich verkauft. Größe Zellen, okay, okay. Produziert Rohstoffeinheit bis zur nächsten Stufe. Arbeiter bis zur nächsten Stufe. Wir brauchen mehr Arbeiter. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch eine ein bisschen weiter. Die Biobrettfabrik. Jo, was braucht ihr? Braucht ihr einfach nur Holz bestimmt? Na, die Müllfabrik wird Schnittholz brauchen. Kann ich die bauen? Holzwerkstofffabrik, Papiermühle. Das ist ein kleines Baumsetzlings, Treibhaus. Produziert rohe Holzprodukte. Platziert Einfallanlage auf einem Forstgebiet innerhalb des Industriebereichs. Okay, das ist eine kleine Baumplantage. Wir gucken mal weiter. Das sind die Arbeiterunterkünfte und das ist das Gebäude dafür. Boah, sind die riesig, die Arbeiterunterkünfte. Ich brauche hier mehr Gebiet davon. War das jetzt einfach so setzen? Wie war das jetzt hier? Keine Bürospezialisierung, IT-Cluster. Ah, jetzt kommen die ganzen Spezialisierungen hier noch. Sowas anscheinend nicht. War das so? Nee. Kann ja eigentlich nur hier gewesen sein. Nee, aber hier muss es sein. Dann muss doch hier. Holzproduktion. Kann ich die nicht noch größer machen, das Gebiet? Ich hätte es gern größer. Da mache ich, da kann ich nur das wegmachen. Ach hier, okay. Und da mache ich es dann größer. Yep, ich hab's. So. Das Gebiet wird schön groß. Dann die brauchen noch Unterkünfte. Die setzen wir dann hier mit dran. Ne, nicht upgraden. Wollen wir noch eine Straße hin. Für Unterkünfte im Forstbereich.
So, Arbeiterunterkünfte erhöhen die Effizienz der Arbeiter im Industriegebiet und das, die Arbeiterunterkünfte brauchen selber Arbeiter. Nicht genug Wasser. Naja, das legen wir euch doch hin. Ihr kriegt sogar Warmwasser. So bin ich mit euch. Hier alles schön mit Warmwasser im Industriegebiet. Wachsen die Bäume viel besser. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Das war jetzt Baumsetzling Treibhaus. Ja, das Baumsetzling produziert rohe Holzprodukte. Okay. Was mache ich mit den rohen Holzprodukten? Ihr braucht Holz, ne? Von Schnittholz, jo, Rohmaterialien. Was braucht ihr? Die Forstwirtschaft Rohmaterialien zur Herstellung des Spezialgutspapiers erfordern Aufbereitungsanlagen. Die machen aus dem Papier, aber ist doch eine Biopelletfabrik. Ist jetzt hier ein Fehler drin? Papiermühle. Das ist ja... Ihr macht Schnittholz, ja. Schnittholz. Genau, und hier nochmal hier reingucken. Schnittholz, Papier. Was meint ihr damit? Den Biopellets. Oder machen die aus den Biopellets dann das Holz? Und hier haben wir ein Sägemehllager. Lagerhäuser können außerhalb des Industriegebiets platziert werden. Das ist einfach nur ein Lager. Sieht halt nur ein bisschen anders aus. Okay. Ja, wir bauen jetzt einfach mal diese Pelletanlage. Oh, die ist ja groß. Die passt aber hier noch mit hin. Und die macht Verschmutzung. Macht die überhaupt irgendwas bei euch Verschmutzung? Noch ist es grün. Ne, da machen wir nur Holz. Da geben wir nur Holz. Bei Verschmutzung wollte ich eigentlich nicht. 25 Verschmutzung. Das ist ja dann kontraproduktiv für den Wald. Machen wir noch so eine kleine Anlage. Hier 6000 die Woche. Hier ist gut. 6,4. Schön abgedeckt im verschneiten Bereich. Rohholzprodukte. Rohholzprodukte, okay, ist halt sozusagen alles das gleiche. Macht halt nur extrem viel mehr Rohholz. So. Und hier unten dicht besiedeltes Wohngebiet. Das sieht schon mal nach mehr aus. Gab auch einen kleinen Einwohnerschub von 400 und es kommen ja immer noch mehr. Die Häuser sind noch nicht voll. Aber dass ich das nicht einfach nur stückchenweise jetzt umändern kann, dass ich das jetzt nicht... Das geht einfach nicht. Ich kann nur mit Rechtsklick weg und neu machen. So, neu machen. Ich hätte es einfach gern überschrieben. Der Megastore. Der Discounter. Sehr schön. Was war das jetzt? Das waren dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Jetzt können wir noch Bürogebiet machen. Die finden gebildete Bürgerarbeit. Ah, ich brauche eine Universität. Ja. Dann muss ich erstmal eine Uni noch bauen, ne? Brauche ich das Institut für die Technik? Die moderne Technik? Die sieht nicht schlecht aus. Weil die Uni sieht so, naja, hm. Eine Uni stelle ich mir irgendwie besser vor. Wo setze ich dich hin, Uni? Na, hier wäre es doof im Industriegebiet. Mal ein anderes Gebäude. Dinoöl verlassen. Ja, wir brauchen schon Öl. Wir haben Öko-Autos, ne? Und hier sind immer wieder diese kleinen Blöcke. Die kriegen nicht genug Leute. Ich verstehe es nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt diese Universität. Die hat 4000 Kapazität. Die hat 4,5 Kapazität. Die braucht Strom. Und ihr braucht weniger Strom. Ihr braucht viel Wasser. Ihr braucht weniger Wasser. Ihr habt natürlich viel Unterhalt und ihr da nicht so viel, ne? Na, nimmt sich nicht so viel. Wir bauen mal diese Schule. Winterdienst, was ist da los? Schneedeponie, 10 sind in Einsatz. Wir brauchen mehr Schneefahrzeuge. Das sind die Mautstellen. Hier. Eine Straßenmeisterei brauche ich jetzt auch noch.
Das ist noch so ein Parkhaus, was ich mir mal runtergeladen habe. Bräuchte ich jetzt hier hinten noch eine Straßenmasterei irgendwo? Die macht ja nur Lärm. Hier ist ja, dem ist ja das Lärm egal. Also machen wir hier noch eine Straßenmasterei mit hin. Und dann wollten wir ein Universitätszentrum bauen. Euch fehlt allen die Leute, ne? Allen fehlt gebildete Arbeiter. Das kann halt jetzt sein, weil ich die abreiße, dass hier jetzt Ungebildete noch drin sind, ne? Ja. Aber ich finde, so wächst halt eine Stadt, nicht andersrum. Na gut. Das sind dann die Probleme, die ich mir selber mache. Ist nicht schlimm, damit komme ich klar. Ein Gefängnis. Jetzt haben wir hier noch eine Sauna. Cool, eine Sauna. Sauna baue ich, die fetzt. Die ist nicht groß und hat ein riesen Einzugsgebiet. Haben wir noch irgendwo Platz? Da ist noch Platz für eine Sauna. Was haben wir schönes? Eine Plaza, ne? Ja, da bauen wir hier noch neben dem Eishockeyfeld, da kann ruhig eine Sauna hin. So, eine Sauna. Unerrungenschaft freigeschalten. Sind die alle nackig da drin? Natürlich nicht. Die haben alle Handtücher davor. So, hier oben haben wir noch Wasser. Sonst kann der Schnee nicht schmelzen. So, das wurde verlassen. Müllverbrennungsanlage bräuchte ich auch. Zur Stromerzeugung. Ein Ölkraftwerk. Nicht wieder Müll. So müsste dann hier eigentlich sein. Ne? Das wird aber ordentlich Verschmutzung machen. 100 Verschmutzung. Wie viel machst du? 50. Gab es hier Wind? Es gibt auf jeden Fall keine Windrichtung. Also Wind, die Verschmutzung zieht nicht weiter, so wie das Wasser. So, macht ihr? Habt ihr Verschmutzung gemacht? Nee, ne? Ihr macht nur Lärm. Also müsste ich die Müllverbrennungsanlage hier irgendwo mit hinbauen. So, stromtechnisch, wie sieht's da aus? Wir machen jetzt eher mal Risiko. Wie viel produzierst du eigentlich? 49. 49 reicht theoretisch nicht, aber ich mach's trotzdem. Kurz Pause. Und dann hier eine Müllverbrennungsanlage hin. Zack. So, da haben wir die. Drücken wir gleich Play an. Und dann müssten die auch geleert werden eigentlich. So, habt ihr dann Müll? Müllreserve 0. 0. Das heißt, ich habe jetzt ein Stromproblem. Yep. Okay, dann bauen wir noch schnell so eins mit hin. Denn wir wollen ja ein bisschen auf Öko, aber Müllverbrennungsanlage brauche ich ja trotzdem. Sonst wäre ich ja den Müll nicht her. Oh, hier ist auch viel Verkehr jetzt. Der Verkehr nimmt auf jeden Fall zu, das ist schon mal gut. Boah, hier ist ja mehr als Verkehr. Ja, dann muss ich ja wieder diese Fahrtregeln festlegen. Hm, das ist jetzt eine komische Kreuzung. Ich mach mal hier Stopp, da Stopp. Hier müssten jetzt 1000 Unfälle gerade passieren. So wie die Leute fahren. Aber vielleicht geht's so schneller. Weil Ampeln sind immer schlecht. Da Stopp. So, ja, da geht es etwas schneller, weil die müssen halt nicht warten, wenn hier keiner kommt. So, da haben wir das. Hm, wie sieht es da jetzt aus? Ja, es ist rot. Ich habe eine große Straße gebaut und es wird halt dunkelrot. Kann natürlich auch an dem neuen Gebiet hier liegen. Dass das jetzt einfach nur dadurch kommt. Okay, wir gucken, wir beobachten das mal jetzt hier. Das kann ja nicht sein. Ach, um meine ganzen... Ne, die gehen ja da eh nicht lang, ne? Oder sind die jetzt irgendwie abgeschlossen? Da hat er kein Wasser, da kriegt er noch Wasser hin. Ihr seid verlassen, war ja klar. So.
Und ihr braucht auch nicht genügend gebildete Arbeiter, ja? Das ist, glaube ich, jetzt hier so viele Ungebildete noch wohnen. Aber die werden ja schlau, keine Angst. So, ich baue noch ein paar mehr von den Wohnsiedlungen. Auch wenn es jetzt hier komisch wird, weil immer mehr Gebildete weggehen. Aber so wächst halt bei mir eine Stadt. So. Da müsste ich theoretisch noch diese Straße hier erweitern. Zack. Und dann wieder das hinmachen. Dann kommen wir gleich bis hier hin. So. Hätten wir gleich mit Straßenbahn eigentlich reinmachen können. Das sind immer diese Parkstreifen, ne, die dann frei sind, oder was ist dann immer so? Das sieht immer so ein bisschen komisch aus. Naja. Verkehrstechnisch. Jupp. Und dann hier brauchen wir wieder bestimmt. Ne, hier ist noch so. Hier ist Ampel, das geht nicht anders. Ja, dann abends halt eh weniger Verkehr. Wir brauchen noch mehr Industrie. Bauen wir noch ein bisschen was. Für die einfachen Leute erstmal. Jetzt fahren sie alle in die Richtung. Und müsste die, dass sie nicht alle hier lang müssen, noch irgendwo anders lang fahren lassen können. Aber wie machen wir das am besten? Wie mache ich das am besten? Weil jetzt am Tag geht's ja noch. Oh, hier Fußgänger überweg. Ganze Holzwirtschaft will nämlich dahinter. Die müssten woanders drauf am besten. Die müssten hier noch eine extra Abfahrt haben. Wir brauchen eh noch eine zweite Abfahrt in die Stadt, sonst wird es ja eh hier vorne. Aber nachts geht's, nachts okay. Hier ist ein bisschen kritisch, da ist ein bisschen kritisch, aber ist noch okay. Hatte ich hier Ampeln oder habe ich Stoppschilder gemacht? Theoretisch können die stoppen und die stoppen. Und die müssen sich rechts vor links. Die kriegen das schon hin. Ja, das passt dann schon. Weniger Ampeln. Ist besser. Müll, es wird Müll produziert oder was ist produziert, verproduziert. Wir machen daraus Strom. 6 Megawatt nur. Das macht ja gar nichts hier an Strom hier. 6 Megawatt ist ja nichts. Drehen wir hier hoch die Leistung. Wir brauchen Energy. So, dann sieht das hier schon wieder ein bisschen besser aus. Können wir das Viertel noch ein bisschen umgestalten? So, hier mache ich mal komplett weg. Dann kann ich hier vielleicht noch was mit der Straße ein bisschen deichseln. Dass man hier vielleicht hier hoch, wie so eine Brücke. Na, mal gucken. So, dann machen wir noch ein bisschen dicht besiedeltes Gewerbe. Hier noch mit hin. Sehr schön. Hier haben wir den Plaza. Hier könnte ich noch was hinmachen. Aber der wird es dann auch wieder zu eng. Hier können wir ein bisschen grün noch lassen. Ein paar Bäume und so. Das passt schon. Was haben wir hier Schönes? Kann ich jetzt bauen. Boah, ist ja riesig. Und gefällt mir nicht so wirklich. Krankenhaus. Wie sieht es da aus? Verfügbarkeit. Das ist okay. Die durchschnittliche Gesundheit ist bei 77%. Das ist okay. Friedhofsbelastung. 414 Begrabene. Wir brauchen dann irgendwann mal ein Krematorium. Aber brauchen wir 15.000 Einwohner. Das sollte noch etwas dauern. So, bevölkerungstechnisch braucht ihr eigentlich jetzt mehr Gebildete. Ja, ein bisschen, ne? Hochgebildete sogar schon. Aber ich habe ja welche. Und hier hinten könnte ich ja mal ein Bürokomplex. Oder machen wir hier ein Bürokomplex hin? Machen wir das weg und machen ein Bürokomplex raus. Theoretisch würde das ja wahrnehmen dann, ne? Das würde jetzt weggehen, wird neuer sich hinbauen. Hier ist nicht alles weg. Aber es kommt doch schon was Neues hin, nämlich die Lösungen GmbH. Das passt doch.
Und hier kommt die Spitzenbanking. Ja, die Banking-Leute. Da bin ich natürlich voll Fan von. Banking at its best. So, dann machen wir hier. Machen wir das hier mal so. Das weg. Weg, 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 weg. Und neu hin. Kann das hier alles ein bisschen wachsen. Aber so richtig Fetteinwohner machen wir hier noch nicht, ne? 7,5. Und die brauchen alle jetzt gut gebildete Leute, weil die jetzt, wie gesagt, weg sind und hier halt erstmal nur nicht so intelligente einziehen. Das sieht nicht schlecht aus. Die Lösungs GmbH. Spitzenbanking, Finanznachrichten. Ja, vor allem viel Finanzen und viel Banking. Und eine Reiseagentur. Der Bio-Supermarkt hat nicht genügend Arbeiter. Bitte ein Mitarbeiter an die Theke. Aber ihr werdet ja auch bald besser gebildet. Ist ja nicht so. Die Kirschresidenz. Man könnte ja dann auch noch hier einen Öko-Viertel draus machen, ne? Besteuerung statt Planung. Elektroautos. Muss zu einem Elektroauto wechseln. Na, das ist natürlich das hart. Lasst uns putzen. Okay, was haben wir hier? Steuererhöhung für Bürogebäude. Okay, Dienstleistungen. Recycling. Kostenloses WLAN. Höhere Ticketspreise. Ach, das war hier, der war die Spezialisierung dann, ne? Biologisch. Das war dann hier. Ne, keine Wohnspezialisierung. Selbstversorgende Gebäude, genau. Ah, nur Bürogebäude, okay. Weniger Müll, weniger Steuereinnahmen und weniger Stromverbrauch. Aber gab es nicht auch so das für das Wohngebiet? IT-Cluster. 50% weniger Arbeit, verbraucht 30% mehr Elektrizität und erzeugen 30% mehr Steuereinnahmen, okay. Könnten wir hier ein IT-Cluster theoretisch mal hinsetzen. Waren ja alles Bürogebäude. Machen wir mal hier ein IT-Cluster hin. So. So, dann haben wir das ja noch eigentlich gehabt hier. Kann ich ja ein Stück wegmachen. Ich mach das und ich will es eigentlich nur ein bisschen größer. So. Hier IT-Cluster. Du eigentlich schon nicht mehr. Du gehörst nämlich hier mit her. Hier war der Wohnung. Ne, war der nicht, aber ist egal. Und dann machen wir jetzt einfach mal hier ein IT-Cluster draus. So. Kommen da jetzt neue Gebäude hin? Ja. Das wird gleich wieder abgerissen, denke ich mal. Kunstfleischlabor, okay. Dinoöl. Kunstfleischlabor. Gibt es hier nur Kunstfleisch? Nee, Medizinforschung, das ist okay. Unternehmensplanung, GmbH. Ja, auch nicht schlecht, so ein kleines. Boah, was kommt denn hier hin? Hier wollen sie ja echt wissen gleich. Der Edison Motorenwerk. Okay, und hier haben wir noch E-Books Unternehmen. Ja, IT wird ja gleich richtig groß. Die IT-Branche. So, und das brachte jetzt viel mehr Cash, ne? Und ich habe noch Errungenschaft freigeschalten. IT-Herrschaft. 30% mehr Steuernahmen und verbraucht aber auch mehr Elektrizität und aber weniger Arbeiter. Naja, weniger Arbeiter. Gewerbegebiet zu Gebäuden wie Leben mit biologischer Herstellung. Spezialisierung Freizeit. Spezialisierung Tourismus. Spannend, okay. Verursacht Lärmbelästigung. Gewerbegebiet rund um die Uhr aktiv.
Das müsste ich hier hinten so machen, in dem Kreisel. Machen wir mal noch eine Spezialisierung mit hin. Hier der Kreisel wird mal... Das Nachtleben der Stadt. Ne, Freizeit, ne? Viertel, Nachtleben. Ja, komm, hier, Freizeitviertel. Ein Face Beauty Salon. Was gibt's hier noch Schönes? Ein Red Door Pub. Da können die Leute abends ein bisschen meine Spannung relaxen. Das ist das dicht besiedelte Gewerbe. Ne, noch nicht. Das kommt dann jetzt hier einfach hin, wenn ihr hier keine Arbeiter wollt. So, hier das Gleiche. Wir brauchen nämlich viel mehr davon. Dann brauchen wir noch ein paar Büros. Hier haben wir jetzt die IT-Branche. Hier kommt mal keine IT-Branche hin. Hier kommt einfach nur normales Wohngebiet. Normales Bürogebiet. So. Der Gigastore ist verlassen. Das ist schlecht. Jetzt nicht mehr. Das sind auch gleich hier extrem riesige Häuser. Passt theoretisch noch nicht in das Stadtbild bei 8000 Mann. Bio-Lebensmittelentwicklung. Und gab es jetzt nichts irgendwie für die... Da kann ich nur noch besteuern und Stadtplanung. Eine Altstadt. Okay, nicht mit mir. Kein lauter Lärm in der Nacht. Auf Freizeit spezialisiert. Anti-Rutschstollen. E-Autos. Hightech-Häuser. Ah, okay. Da brauche ich 9000. Dann kann man Hightech-Häuser machen. So, wir haben ja schon fast 8000 Leute jetzt. Also es geht ein bisschen voran. Durch die neuen Wohngebiete. Wir brauchen noch mehr Industrie. Wir brauchen mehr Industrie. Könnt ihr nicht irgendwo anders arbeiten, Leute? Müsst ihr in der Industrie arbeiten? Die macht Lärm, ist laut und schmutzig. Das möchte ich nicht. Ja, da könnt ihr da noch mit hin. Vielleicht fahren dann noch ein paar mehr jetzt hier lang. So, nochmal ein schönes Viertelchen Industrie gebaut. Hier müsste man der Winterdienst wieder lang fahren, aber warum? Brauche nicht. Was ist hier? Nicht genügend Rohstoffe. Nicht genügend Rohstoffe. Oh, die machen doch 4,8. Hier ist doch genug. Warum macht ihr denn hier nichts? Speicher ist doch fast voll. Ausgewogen. Ausgewogen ist doch okay. Jetzt habt ihr bitte Holz. Okay. Vielleicht ist es durch den Verkehr jetzt, aber so viel Verkehr ist da nicht. Wir haben 94% Auslastung, ist doch voll okay. 605 Leute fahren mit dem Bus. Wir bräuchten noch eine neue Buslinie. Was gibt's denn hier Schönes? Depot für Biobusse. Ein Busbahnhof. Okay. Boah, das ist ja riesig. Wie im Wahnleben. So groß baut man die natürlich überall hin. Der ist mir zu dick. Viel zu dick. Hier hinten müssen nämlich mal die Leute noch hin. Die arbeiten. Das wäre jetzt... Okay, dann müssen wir hier anfangen, ne? So. Ach, das wollte ich nicht so. Da soll es nämlich hin. Da soll es hin. Hier soll es hin. An den Knotenpunkt. Theoretisch doch nochmal weg. Gibt es irgendwo einen Knotenpunkt, wo mehrere mit dran sitzen? Da können sie hin. Dann gibt es hier eigentlich nirgendwo mehr so Knotenpunkte. Da können sie hin. Ja, dann machen wir hier. Dort. Dort. Die fahren halt ein bisschen länger. Hier noch mit hin, da noch mit hin. Da lang, dort lang, hier lang und dann zurück in diese Station. Dann kriegst du noch eine neue Farbe.
du kriegst dunkles Rot. Ja, na, ich wollte ein dunkles Rot für dich. Das bekommst du. So, hier geht ja auch ein paar. Hier gehen ein paar lang. Hier müsste noch eine Buslinie mit hin. So lang, so lang, so lang. Da lang, hier. Hier oben mit lang. Ach, schon wird auf die falsche Seite gebaut. Diese Missklicks immer. Das ist echt nervig. Ich muss mal das Mikro noch ein Stückchen ranholen, dass man mich besser hört vielleicht. Hallo? Hier bin ich wieder. Ja, komm, das reicht. Hier eine kleine Strecke. Wird mir eher wahnsinnig. Der Kreisel. So, das ist U-Bahn, ne? Für 7000 Leute eine U-Bahn ist schon hart. Ein Zeppelin-Depot. Ein Zeppelin-Haltestelle. Wie sieht die denn aus? Nee. Ich baue kein Zeppelin. Taxistand. Aha. Wenn ein Taxi keinen Fahrgast hat, kehrt es zum nächsten Taxistand zurück und wartet auf den nächsten Kunden. Es sei denn, ein Taxi-Depot liegt näher. Ah, okay, okay, okay. Haben wir da noch irgendwo Platz für? Es braucht drei Felder. Brauchen wir hier ein paar Taxistände. Was bist du? Du bist sowas. Ne, komm, ein Taxistand hin. Hier, ihr habt eh Geld. Ihr Büroleute habt doch Geld, ihr fahrt eh Taxi. So. IT-Cluster, was fehlt euch? Euch fehlen Leute. Das modische Modegeschäft, nicht genug gebildete Arbeiter. Habe ich jetzt schon die Uni gebaut? Ich habe die Uni noch nicht gebaut, oder? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ne, ich brauche noch eine Uni. Sonst kriegt ihr eh noch nicht genug Leute. In die Büros. Das heißt, wir bauen jetzt hier die Uni noch hin. Total vergessen, weil ich das schon die ganze Zeit bauen. So, Uni steht. IT-Cluster riesengroß steht. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Blick oben die Sonne, da der IT-Cluster, beenden wir auch diese Folge. Und bis dahin, schaltet auch morgen wieder ein. Und tschüssi, euer Rob.